Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 3. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist. So wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Hiob, Kapitel 33, Verse 23 und 24. Ich wüsste wirklich gerne, woher du plötzlich mitten in der Nacht kamst, Wittgenstein. Der einäugige Söldner hatte wortkarg wie immer mitgeholfen, Anne, Franchetta und die Beutereiter beizusetzen. Nach überliefertem angelitischem Ritus hatte die Rotte die Toten am Waldrand hinter dem Weißdorn auf die Erde gelegt. Die Augen dem Himmel zugewandt, die Arme ausgebreitet und dann die Leichname mit Steinen bedeckt. Elifas selbst hatte den traditionellen Totensegen gesprochen und eine Art improvisierten Nachruf gehalten. Es hatte ihm die Brust zugeschnürt, aber es war seine Pflicht. Dann hatten sich die Rotte und Irene mit hängenden Köpfen abgewandt. Es wehte ein kalter Wind und keinem war nach Reden zumute. Sie alle hingen ihren Gedanken nach und trauerten in sich hinein. Außerdem mussten sie weiter. Kein prunkvoller Markierungsstein und keine Gedenktafel würden an die beiden Frauen erinnern, die auf so unterschiedliche Weise in ihrer aller Leben eine bedeutsame Rolle gespielt hatten. Wittgenstein hatte der Zeremonie zwar beigewohnt, war anschließend jedoch direkt zu seinem Pferd gegangen und hatte begonnen, mit geübten Handgriffen den Sitz des Sattelgurtes und die Verschlüsse seiner zahlreichen Packtaschen zu überprüfen. Der Kompteur war dem Söldner nachgeeilt, um ihn zur Rede zu stellen. Jetzt drehte sich der Einäugige langsam um und wischte die Hände an seinem Ledermantel ab. Auf seinem unrasierten Gesicht lag ein merkwürdiges, halbherziges Lächeln, das sein Auge jedoch nicht ganz erreichte. »Es ehrt mich, dass du dich noch an mich erinnerst, Kompteur. Ich erinnere mich vor allem an deinen Steckbrief, der in jeder Garnison hängt. Außerdem sollte ein Mann seine Feinde kennen, und aus deiner Einstellung zu Beutereitern hast du ja noch nie einen Hehl gemacht. Also, Wittgenstein? Ich hatte vorgestern, nachdem ich Irene hier abgeliefert hatte, das deutliche Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Daher habe ich mich auf meine Manieren besonnen und mich ein Stück in die Wälder zurückgezogen. Andererseits wusste ich nicht, was sich da im Weißdorn entwickeln würde. Und ich mag Irene irgendwie. Die Frau ist ehrlich, offen und steht für das ein, was sie glaubt und was sie will. Ich dachte, es könnte nicht schaden, noch ein Weilchen in der Nähe zu bleiben, falls sie mich noch einmal braucht. Die letzten Worte hatten fast trotzig geklungen. Wittgenstein rechnete damit, dass der Kompteur nachbohren würde, doch Elifas nickte nur und betrachtete ihn nachdenklich. »Ich schulde dir vermutlich mein Leben und wahrscheinlich auch das meiner Männer«, sagte er dann abrupt. Deshalb werde ich einfach unter zeitweiliger Amnesie leiden, wenn mich jemand fragen sollte, wie genau du dieses Traumsaatmonstrum heute Nacht zur Strecke gebracht hast. Wittgenstein nickte mit zusammengepresstem Mund. Eine Weile lang sahen die beiden so ungleichen Männer einander schweigend an. Dann fragte der Kompteur, »Was hast du jetzt vor?« Wittgenstein zuckte die Achseln. »Und ihr?« Elifas holte tief Luft. »Ich habe gleich nach dem Überfall lange mit Irene gesprochen. Sie wird nach Rom gehen, koste es, was es wolle. Sie will Hiob retten. Nach heute Nacht ist sie mehr denn je überzeugt, dass er in tödlicher Gefahr schwebt. Da könnte sie durchaus recht haben. Was ist mit dir und der Rotte?« Nach kurzem Zögern antwortete Elifas. »Wir werden mit ihr reiten. Ich kann sie jetzt nicht allein lassen.« Diesmal hatte Wittgensteins Nicken, mit dem er Elifas bedachte, ehe er sich wieder seiner gründlichen Überprüfung des Zaumzeuges zuwandte, etwas Zufriedenes. »Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich auch nach Eterna. Dann können wir sicherlich zusammenreisen, nicht wahr, Kompteur?«
Elifas Gesicht gefror zu einer Maske, in der nur das Zucken seines linken Augenlids verriet, was er in diesem Augenblick dachte. Als er sich wieder gefangen hatte, versetzte er mit stoischer Miene: »Ich kann dich nicht daran hindern, mit uns zu reisen. Und wenn ich es mir recht überlege, dann können wir einen weiteren Schwertarm ganz gut gebrauchen.« Das Zucken im Gesicht des Kompteurs war bei diesen Worten nicht gewichen. Doch Wittgenstein bemerkte von alledem nichts, als er sich erneut mit einem breiten Grinsen zu Elifas umdrehte. »Wenn du mich bezahlen kannst, Kompteur.« Dann hielt er Elifas die Hand hin. Die Schar und Hiob waren gut vorangekommen. Denn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit hatte Ariel in Absprache mit Daniel eine der großen Pilgerrouten südwärts eingeschlagen. Die sogenannte Via Piorum. Das hatte den enormen Vorteil, dass in der Anlage dieser Straße das gesamte logistische Verständnis der angelitischen Kirche steckte. In Tagesmarsch, Abständen, fanden sich Herbergen oder kirchliche Hospize, und die Schar brauchte bei der Wahl ihrer Nachtlager nicht mehr zu improvisieren. Seit sie sich allerdings durch die höheren Regionen der Alpen vorankämpften, war die Laune der gesamten Reisegruppe auf den Nullpunkt angekommen. Vor allem der sonst eher stille Daniel ließ keine Gelegenheit mehr aus, Ariel mit Beschwerden zu plagen. Jetzt, wo sie ihm auch noch verboten hatte, wie bisher zu fliegen, da es im Gebirge oft sehr neblig war und sie unten unter keinen Umständen den Sichtkontakt zu ihrem Orieliten verlieren wollte. Der Winter mit seinen schweren, kalten Regengüssen machte ihren Weg mehr als unwirklich. Auf dem mühsamen Weg die Passstraße hinauf hatte der Orielit dann allerorts Spuren von Traumsatzaktivitäten gefunden, was ihre aller Nerven angespannt und den Aufstieg noch beschwerlicher gemacht hatte, als es ohnehin schon war. Dass Adoniel irgendwann gegen Nachmittag auf dem Kadaver eines offensichtlich mit Klingenwaffen erlegten kleinen Feuerkäfers stieß, trug auch nicht eben zur Beruhigung der Engel bei, auch wenn es ein Indiz dafür war, dass wehrhafte Templer in der Nähe sein mussten. Der Himmel zog sich außerdem mit jedem Tag mehr zu, und am letzten Tag waren sie beständig durch einen Dunst marschiert, von dem sich nicht genau sagen ließ, ob es sich um hartnäckig in den Felsnischen und Serpentinen hängenden Nebel oder tiefe Wolkenbänke handelte. Zu Beginn der zweiten Dezemberwoche erreichte Ariels Schar schließlich das Kloster am Brennpass, einen fernab des Raphaels händlichen Heimat gelegenen Außenposten des heilenden Hände des Herrn. Es lag direkt an der Passstraße, einer der Hauptverkehrsadern durch die Alpen, und war daher stark von Reisenden frequentiert. Zahlreiche Pilger auf dem Weg von Norden nach Roma Aeterna oder auf dem Rückweg von der Reise in die ewige Stadt nutzten die Möglichkeit, hier zu nächtigen. Aber auch den nicht eben seltenen Handelskarawanen blieben die Tore der gastfreundlichen Raphaeliten nicht verschlossen. Das Kloster erinnerte mit seiner kleinen Kapelle und dem weitläufigen Gästehaus auf den ersten Blick eher an einen großen Berggasthof. Aber wenn man die zahlreichen schwer bewaffneten Raphaelitentempler sah, die im Kloster in mindestens ebenso großer Zahl vorhanden waren wie Monarchen und Beginen des Heilerordens, relativierte sich dieser Eindruck. Da die Schar des Klosters zu der Jahreszeit erreichte, in der mit Abstand die wenigsten Reisenden an die Pforten klopften, wurden sie besonders herzlich aufgenommen und von M. Agnes persönlich in ihre Zimmer ins Gästehaus geführt. Eine geräumige Chanella für Engel und eine in unmittelbarer Nähe liegende, eher karge eingerichtete Zella mit einem einfachen Pritsche für Hiob. Ansonsten stellte die Ehm keinerlei Fragen, sondern erklärte mit knappen Worten die Gepflogenheiten des Klosters und nannte die Esszeiten. Zu den Mahlzeiten waren die Engel natürlich herzlich eingeladen. Beteuerte man, man könnte sich bei jedem Bedürfnis an sie wenden und überließ die Schar dann sich selbst. Hiob entfernte sich mit den Worten, er sei müde, in Richtung seiner Zella. Es kränkte ihn ein wenig, dass Adoniel sofort sagte: »Ich werde über ihn wachen, Ariel«, und ihm bis zu seiner Tür folgte, vor der er sich aufbaute.
Nicht nur Daniel, sondern auch Ariel und Rahel war es danach zumute, Wind in ihrem Gefieder zu spüren, und sie brachen zu einem Erkundungsflug über den Klosterareal auf. Nur Maloriel entschuldigte sich mit den Worten, er habe die Kathedrale der Gedanken, jenes Gebäude aus Erinnerungen, das den spirituellen Kern seines Ordens bildete, zu lange vernachlässigt und werde sich meditierend dorthin begeben. Von alledem aber hörte Hiob nichts mehr, denn er war fest eingeschlafen, kaum dass er die wollene Decke über sich gezogen hatte. Als es an die Tür der Zelle klopfte, wusste er nicht, wie lange er geschlafen hatte. Es kam ihm vor, als habe er sich eben erst niedergelegt, doch es mochte ebenso gut mehrere Stunden vergangen sein. Noch etwas schlaftrunken ging Hiob zur Tür, öffnete sie und war überrascht, den silberhaarigen Rameliten alleine draußen stehen zu sehen. »Darf ich eintreten?«, fragte Maloriel. »Wo ist Adoniel?«, entgegnete Hiob und streckte den Kopf in den Gang, um nach links und rechts zu schauen. »Die anderen sind zur Vesper gegangen. Sie glauben, ich sei noch in der... Ich meditiere noch. Aber wir sollten endlich einmal offen miteinander reden. Darf ich?« Wortlos ließ Hiob sein Gegenüber eintreten, schloss die Tür und nahm mit angezogenem Bein auf der Pritsche Platz. Gespannt sah er Maloriel an, der sich nicht entscheiden zu können schien, wie er beginnen sollte. Schließlich brach der Ramelit das Schweigen. »Du träumst von deiner Mutter.« Es war eine Feststellung, keine Frage. Nach einigem Zögern nickte Hiob knapp. »Bist du deswegen gekommen?« »Ja, Hiob, ich träume auch, und es wird immer schlimmer. Ich glaube, bei dir geht es schon länger so. Ich glaube, du kannst mir beim Deuten meiner Träume helfen.« Hiob bedachte Maloriel mit einem merkwürdigen Blick. »Bist du sicher, dass du das möchtest?« »Ich bin ein Bewahrer des Wissens. Ich muss es in Erfahrung bringen, mir bleibt keine Wahl«, entgegnete Maloriel fest. »Selbst wenn dir das, was du zu hören bekommst, nicht gefällt?« »Selbst dann. Wissen ist niemals gut oder böse. Nur Wesen sind das.« »Nun gut. Aber es wird eine längere Geschichte werden.« »Ich bin ein guter Zuhörer.« Zum ersten Mal seit Betreten des Raumes huschte ein flüchtiges Lächeln über Maloriels Gesicht. Hiob nickte, holte tief Luft und begann. »Du weißt ja bereits, dass mein Name nicht immer Hiob war. Als ich meine Schwingen noch hatte, rief man mich Kaliel. Doch auch das ist nicht mein wahrer Name.« Das Alter des hochgewachsenen, beleibten Mannes mit dem Vollbart war schwer zu schätzen. Eiligen Schrittes betrat er seine privaten Gemächer im Vatikan. Die purpurne Stola mit den filigranen Stickereien, die ihn als Mitglied des Konsistoriums auswies, umwehte ihn. »Trage Sorge dafür, dass mich in der nächsten Stunde niemand stört. Ich werde im Gebet vertieft sein«, warf er im Vorbeigehen dem Michaelis-Templer zu, der vor der mit Blattgold überzogenen Tür Wache stand. Der hatte nicht einmal Zeit, den Befehl zu bestätigen, ehe die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Man nannte Klaas von Frejung aus zwei Gründen den Gabrielis-Länder. Weil er in Nürnberg geboren war und weil es seine Aufgabe innerhalb des Konsistoriums war, der führende Körperschaft der angelitischen Kirche sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung in seiner Heimat zu richten. Momentan aber plagten ihn andere Sorgen. Von Frejung legte Mitra und Stola ab, fuhr sich mit beiden Händen durch das trotz der Last der Jahre noch volle braune Haar, in dem sich, wie in seinem Bart, erste Silbersträhnen zu zeigen begannen, und sank dann erschöpft in den Sessel hinter seinem Schreibtisch. Die Probleme nahmen kein Ende. Er hatte am Morgen beunruhigende Kunde von den Täufern aus dem Himmel erhalten. Es war wieder einmal soweit. Bei der Pontifikalmesse anlässlich des Sendungstages eine knappe Woche zuvor hatten die speziell damit betrauten raphaelitischen Monarchen die ersten beunruhigenden Anzeichen festgestellt. Nun hieß es handeln, und zwar rascher als sonst, denn die Feierlichkeiten anlässlich der hohen Tage durften unter gar keinen Umständen gefährdet werden. Jahrwend
und der Tag des Herrn, der letzte Tag des alten und der erste Tag des neuen Jahres zählten zu den bedeutendsten Festtagen der angelitischen Kirche. Konsistorialkardinal von Freyung und seine Brüder waren sich der Symbolkraft dieser beiden Feiertage sehr wohl bewusst. Und sie waren sich rasch einig geworden, dass alle Hindernisse überwunden und die hohen Tage in gewohnt prunkvoller Weise begangen werden mussten. Speziell hier in Roma Aeterna. Und nun war den Raphaeliten diese Uma davon gelaufen. Nicht auszudenken, was das für Konsequenzen haben mochte. Was war zu tun? Der Kardinal verschränkte die Hände mit den kurzen, fleischigen Fingern vor seinem ausladenden Bauch und betrachtete versonnen den kostbaren Amtsring an seinem Finger, einen goldgefassten, kunstvoll facettierten Rubin, Symbol seiner in Aeterna praktisch unumschränkten Macht. Mechanisch begannen seine Hände, die Papiere auf seinem Schreibtisch zu ordnen. Er hatte festgestellt, dass ihm diese körperliche Tätigkeit dabei half, gleichzeitig auch seine Gedanken zu ordnen. Als er einen Stapel Pergamente beiseite schob, fiel sein Blick auf die vergoldete Atlasmaske, die darunter halb vergraben gewesen war. Er schalt sich unvorsichtig, weil er sie hier einfach so offen auf dem Tisch hatte liegen lassen. Nicht, dass jemand, der gerne einen weiteren Tag erleben wollte, es gewagt hätte, ungeladen in die Gemächer eines Konsistorialkardinals vorzudringen. Klaas von Freyung fasste einen Entschluss. Rasch nahm er eine Feder aus der goldlackierten Holzschale auf seinem Schreibtisch, tauchte sie in das kristallene Tintenfass vor ihm und begann, mit geübter Handschrift einen Brief zu verfassen. Eminenz, ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Aber er sagt, er sei ein Legat des Pontifex, persönlich. Und er hat mich... Der junge Templer, der vor der Tür Wache stand, hatte keine Gelegenheit, den Satz zu beenden. Der Eindringling, der es gewagt hatte, von Freyung in seinem Allerheiligsten zu stören, befand sich bereits halb im Raum und der Kardinal schnitt dem Michaelis-Templer mit einer rüden Handbewegung das Wort ab. Ich hoffe, mein Schutz gegen Belästigung ernstzunehmender Art ist wirksamer als das, was du hier gezeigt hast, mein Sohn, sagte der Kardinal mit einer leisen Stimme, die in einem so merkwürdigen Gegensatz zu seiner beträchtlichen Leibesfülle stand. Man hätte von ihm laute, joviale, in manchen Fällen möglicherweise polternden Äußerungen erwartet, doch der Gabriel Slender sprach stets in angenehmer Lautstärke, meist eher leise, und formulierte seine Sätze sowohl auf Latein wie auch in Kommen überaus geschliffen. »Wie heißt du?« »Pankratz, Euer Eminenz«, brachte der Templer hervor und nahm rasch wieder Haltung an. »Es ist gut. Schließ die Tür«, sagte von Freyung, ohne die Stimme zu erheben. Während der junge Templer seiner Anweisungen nachkam, machte der Kardinal sich eine geistige Notiz, dem inkompetenten Burschen ein paar Wochen besonders unangenehme Sondermissionen zu bescheren. Dann verwandelte sich seine Miene von gespieltem Zorn abrupt zu leiser Erheiterung, als sein Blick auf den kleinen, schlanken Mann fiel, der vor seinem Schreibtisch stand und geduldig wartete, bis von Freyung Notiz von ihm nahm. »Du bist also neuerdings persönlicher Legat des Pontifex Maximus Bernhard. Faszinierend. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, richte ich ihm einen Gruß von dir aus.« »Doch genug davon. Was führt dich her? Was ist so dringend, dass du alle Vorsicht über Bord wirfst?« Der unscheinbare Mann räusperte sich und sagte dann in gemessenem, knappen Tonfall, »Ich bringe schlechte Nachrichten, Eminenz. Ihr erinnert euch sicher an die Gerüchte, denen nachzugehen ihr mir beauftragt habt. Nun, ich muss leider berichten, dass sie in vollem Umfang der Wahrheit entsprechen. Es ist sogar eigentlich noch schlimmer, als wir angenommen haben. Ein Ragolit, der aufgrund eines Botenfluges beim Angriff der Traumsaat abwesend war und das Massaker von Trondheim überlebt hat, hat sich bald nach dem Untergang seines Himmels der Urbris-Liga angeschlossen. Sein Name ist Tariel.
Klaas von Freyung zuckte innerlich zusammen. Die Urbanis-Liga war ein Verbund einflussreicher Schrottbarone, die sich auf Veranlassung einer jungen Isabella von Cordova zusammengetan hatten, um ihre Erkenntnisse über vorsintflutliche Technologien auszutauschen und einander so gegenseitig in ihrem Widerstand gegen die angelitische Kirche zu stärken. Es war nicht auszudenken, was geschehen mochte, wenn tatsächlich ein abtrünniger Engel das allein, war schon eine Blasphemie, gänzender Gedanke, mit diesem Pakt gemeinsame Sache machte. Und es kommt noch schlimmer, fuhr Bernhard vor. Ich habe mit Augenzeugen gesprochen, die mich wissen ließen, dass dieser vom Glaube abgefallene Ragolith über Boten und Mittelsmänner in regem und vor allem regelmäßigem Kontakt mit Asbüe, dem geistigen Führer der Arx, steht. Klaas von Freyung ließ sich wieder in seinen Schreibtischsessel sacken. Das war nur schon das zweite Mal innerhalb von einer Woche, dass ihm die Arx als Zentrum möglicher Unruhen genannt wurde. Und die erneuerte Nennung dieses Namens aus dem Munde des Leiters des offiziell nicht existenten vatikanischen Geheimdienstes war für den Kardinal ein überaus besorgniserregendes Signal. Weiter heißt es, ließ sich Bernhard erneut vernehmen, Asbüe habe 2 und 2 zusammengezählt. Die Haltung des Pontifex und des Konsistoriums gegenüber dem Chor und die ersten Pläne zum Umgang mit den Überresten seines Ordens zusammengebracht und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Er hielt inne. Eminenz, ich muss euch warnen, fuhr er dann fort. Ab Absil führt irgendetwas im Schilde. Derzeit sind aus mehreren wichtigen Außenposten der Ragoeliten Vertreter unterwegs, die sich noch in diesem Monat in die Arx zu einer internen Konferenz treffen wollen. Diese Zusammenkunft soll das weitere Vorgehen des Ordens beschließen, und schon jetzt werden die Stimmen der Dissidenten immer lauter. Schon in 3 Tagen soll eine ragoelitische Delegation aus den französischen Kriegsgebieten in Interna eintreffen, so wurde es mir berichtet, und es heißt, in dieser Delegation reise Tariel selbst mit. Er will in der Arx eine Grundsatzrede halten, so sagt man. Sorge dafür, dass sie aufgehalten werden und noch einmal in der Stadt übernachten müssen, ehe sie die Arx erreichen, flüsterte von Freyung. Er will reden, das werden wir zu verhindern wissen.